Ich will euch mal zeigen, warum ich die Rundnadelsysteme von Knit Pro so genial finde. Und deshalb habe ich hier ein bisschen Zeugs verstreut auf dem Tisch und zeige euch das jetzt mal. Also es gibt bei Knit Pro die einzelnen Nadelspitzen in unterschiedlichen Materialien und in unterschiedlichen Größen, beginnend bei 1,0 in Carbons. Die sind sehr, sehr fein und die gehen dann hoch bis zu 15. Gibt es eine ganze Menge Auswahl. Das Schöne an dem System ist, dass man unterschiedliche Seillängen dazu bekommt und die dann einfach miteinander kombinieren kann, so wie es gerade passt. Das geht auch ganz einfach. Man nimmt sich ein Seil, hier zum Beispiel habe ich das kürzeste Seil. Das geht aber bis zu einer Länge von 1,50 Meter. Also man kann sich da immer genau das aussuchen, was man auch braucht. Dann schraubt man das schlicht und ergreifend hier auf dieses Seil. Da ist so ein kleines Loch in dem Seil. Dafür gibt es dann einen Schlüssel. Den steckt man da rein, damit man ein bisschen mehr Widerstand bekommt. Und dann gibt man dem Ganzen hier am Ende nochmal so einen kleinen Bums, damit das auch fest sitzt. Auf der anderen Seite macht man genau das Gleiche. Und schon hat man seine Rundnadel zum Arbeiten fertig. Was ich hier als Beispiel genommen habe, sind die Holznadeln, die Symphonie-Holznadeln. Es gibt aber auch Carbonfaser, das sind die Carbons, Metall, das sind die Nova oder die Spektra, die sind in Acryl, die gibt es auch in schön bunt oder in pink. Aber um euch das jetzt einfach mal zu zeigen, sind das jetzt hier die Holznadeln. So, dann hat man seine Rundnadel fertig und kann gleich loslegen. Hier natürlich mit einem sehr kurzen Stück. Wie gesagt, das geht bis 1,50 Meter hoch. Man hat unterschiedliche Längen, kann das kombinieren, wie man möchte. Man kann diese Seile aber auch als Hilfsfaden zum Beispiel benutzen, wo man seine Arbeit ablegen kann oder auch, wenn man die Nadeln für eine andere Arbeit braucht zwischendurch und eine Arbeit pausieren möchte, dann kann man auch diese Stopper aufschrauben, Nadeln runter machen, Stopper drauf. Und dann kann man das entweder als Hilfsfaden benutzen, wo man die ablegen kann, auch für einen Halsausschnitt zum Beispiel, dass man die temporär auf diese Seile packt. Oder halt, wie gesagt, auch einfach die Arbeit pausieren lassen und beide Nadeln abmachen. Dazu gibt es auch noch kleine Marker, wo dann die Nadelstärke draufsteht. Die kann man dann mit draufschieben, die habe ich jetzt nicht hier, kann man aber da mit draufschieben und dann weiß man immer, in welcher Nadelstärke man gearbeitet hat, was auch super praktisch ist. Und in der Zwischenzeit kann man die Nadeln dann für was anderes verwenden. Man kann auch anbauen. Dafür gibt es diese Seileverbinder. Das sind immer drei Stück in einer Packung. Die schraubt man dann einfach an die Nadel ran. Das ist zum Beispiel super, wenn man eine Kreisjacke stricken will. Jetzt brauche ich noch so einen zweiten Schlüssel. Die Schlüssel sind immer in genügender Anzahl mit dabei. Die Stopper sind auch bei jedem Seil mit dabei. Also da bekommt man immer reichlich. Wenn man mal einen Schlüssel verliert, ist es nicht so schlimm. Es sind immer noch welche da irgendwo im System. So, dann nimmt man hier einfach diesen Seileverbinder, packt den hier ran, nimmt sich sein nächstes Seil und schraubt das hier einfach mit auf. Und dann kann man diese Seile einfach verbinden und verlängern, je nach Kuh und Bedarf. Wie gesagt, vor allem bei Kreisjacken finde ich es wahnsinnig spannend und praktisch, weil man da auch manchmal solche Zwischenlängen benötigt. Wenn man dann klein anfängt und der Kreis immer größer wird, dann kann man halt auch zwischendurch einfach nochmal ein kleineres Seil dazwischen schieben, bevor man dann auf die nächste Länge geht. Ich muss hier gerade mal gucken, wo mein Loch ist, weil ich bin etwas kurzsichtig. Meine Nase wird im Alter immer kürzer, also da ist. So, und dann hat man das fest und das hält wirklich bombenfest. Jetzt habe ich zwei Seile aneinander gemacht und kann jetzt hier unten wieder meine zweite Nadel ranmachen. Das ist übergangslos glatt. Da ruckelt nichts, da hackelt nichts. Das ist wunderschön, als wenn man ganz normale Rundnadeln einfach kauft. Aber man hat immer das passende Seil mit der passenden Nadelstärke in der passenden Länge und kann auch während der Arbeit anbauen und variieren. Und genau deshalb finde ich die Nadelsysteme von Knit Pro einfach super. Wollte ich euch mal gezeigt haben.